das Spiel vielleicht kennen, die werden jetzt dann jammern, warum gehst du da rein, es ist so sinnlos, es frisst wieder eine unnötige Zeit. Ja, das wird so sein. Ich bin mir sicher, dass irgendwelche falschen Höhlen begehen werden. Aber wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, welche die richtigen sind und welche nicht. Zu lange her, wo ich mal diesen Akt 5 komplett gespielt habe. Ich bin eher so ein Mensch, der was immer, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon einmal erzählt. Ich bin eh immer so ein Typ, der was gerne immer neue Charaktere anfängt und alles einmal so ein bisschen anspielt. Bei Diablo 2 zum Beispiel, ich habe auch selten Charaktere gehabt, die was über 80 oder 90 gegangen sind. Ich habe eher so Dutzende Level 40, 50 Charaktere gehabt, alle mal angespielt, alle angeschaut. Und die, was mir halt megamäßig gefallen haben, die habe ich mal ein bisschen weitergespielt. Mit einem Kollegen, mit dem ich da eben zusammenspiele, der hasst neu anfangen, also der mag immer die alten Charaktere weiterspielen, egal ob sie ihm nur gefallen zum Spielen oder nicht. Und naja, so einer bin ich auf jeden Fall nicht. Ich mache lieber immer wieder mal neue Dinge, schauen wir immer wieder mal neue Skills an, neue Charaktere. Und ja, die, was mir dann besonders gut gefallen, die spiele halt dann eben weiter. So, da, dann da, Moment, da wollte ich nicht drauf gehen. Da gibt es anscheinend irgendwas, wieder auf jeden Fall eine größere Höhle. Oh, wir sind ganz kurz vom Level ab. Jetzt ist tatsächlich kurz so weit. Nicht einmal mehr... Du brauchst mehr Energie. Oha, Energie ist uns wieder mal ausgegangen. Nicht einmal mehr ein ganzer Balken. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Ja, okay, benutzen wir jetzt dann Drang einfach. Und da jetzt Phantomsturm rein. Ah, schlecht gesetzt. Oh Gott, verwirrende Höhle. Da geht's offensichtlich rauf. Wo kriegen wir da hin? Soronis. Ich glaube, ich bin jetzt aus Versehen den Weg gegangen, wo es weitergeht. Antioch, tschüss. Und neue Tiermenschen, so komische Leopardenmonster, was war das schon wieder für ein Bug? Eisfeuerspieße, yappi, yappi, ja. Nein! Mein Gott! Den habe ich, glaube ich, bei meinem Verteidigungscharakter. Der Speer schaut mega geil aus. Ich glaube, der tut zugleich Eis- und Feuerpartikel auf der Waffe erzeugen. Und man sieht es da eh, Verbrennungsschaden, Frostschaden. Der wäre mega geil. Ist halt zwei Waffen, oder? Das wissen wir ja. Ja, Speere waren, glaube ich, Zweihandwaffen. Oh Gott, der wäre aber so geil. 242 Geschick. Würde sich, glaube ich, leider nicht mehr ausgehen in diesem Let's Play. Ach, den würde ich aber echt gern sagen. Der schaut cool aus. Den, ja gut, vielleicht sage ich den am Ende. Ich habe mir so überlegt, wenn ich es fertig habe, also wenn ich das normale Spiel durchgespielt habe, dann sage ich eigentlich nur so andere Charaktere von mir, also zumindest ihre Fähigkeiten, damit man noch ein bisschen sieht, was es sonst so gibt. Nicht alle, denn ich habe nicht alle Charaktere und ich glaube, es ist langweilig, wenn ich jeden Charakter vorstelle. Aber zumindest meinen Verteidigungscharakter würde ich gerne vorstellen, denn der ist schon auf dem höheren Schwierigkeitsgrad und hat auch ein paar höhere Essenzen gefunden. Dann kann ich dir mal zeigen und kurz zeigen, wie der kämpft. Und ich glaube, einen Feuermagier habe ich auch noch ein bisschen einen höheren. Den könnte ich auch mal daneben nur zeigen, wenn wir da fertig sind. So, was ich mir davor sagen wollte, ich bin jetzt, glaube ich, aus Versehen den richtigen Weg gegangen. Und ja, ich werde, falls ich eben hinten jetzt eben irgendwas übersehen habe, bei dem Medeas Hain, man kommt da wieder zurück, soweit ich noch weiß, also keine Angst, da müssen wir uns auf jeden Fall irgendwann wieder mal zurückbeamen. Und ja, da werde ich dann die restlichen Gebiete nur erkunden, falls ich irgendeine Nebenquest nicht erfüllt haben sollte. So, schön langsam kann jetzt dann das Level abkommen. Oh, haben wir uns schon gehabt, hä? Hä, wann haben wir jetzt das Level up gehabt? Ich hab's überhaupt nicht mitgekriegt. Na gut, wir skillen Geschick. Und haben den Gegner um. Und investieren in Waffentraining, oder? Für die Angriffsgeschwindigkeit. Brauchen wir die überhaupt noch? Ach, egal. Aha, bin ich da schon auf dem Maximum? Ich kann momentan keine Punkte mehr investieren. Wir skillen das da ab. Ich glaube, der Helm bringt uns auf alle Fähigkeiten. Ist jetzt vorbei. Ja, 6 von 6. Okay, haben wir also schon auf dem Maximum. Dann, was machen wir als nächstes? Ausweichangriff, okay, das wäre für Überleben wichtig. Das wäre noch einmal mehr Schaden, weil wir halt irgendwie mehr zuschlagen.
Na, dann würde ich sagen, Ausweichangriff. Die Standarte, was bringt uns die? Moment, jetzt, wenn ich da 3 Punkte investiere. Ja, pff, okay. Na, bringt dann weiter, glaube ich, nichts. Wir machen den Ausweichangriff. 15% schon. So, dann alles anziehen wieder. Ja, Moment, jetzt haben wir, zu wie viel Prozent machen wir jetzt einen Ausweichangriff? Zu 21%, also jeden 5. Treffer quasi, sollte man anscheinend ausweichen. Sollte somit einmal unsere Überlebenschancen wenigstens ein bisschen steigern. Das ist ja irgendwie so unser Hauptproblem war bis jetzt in diesem ganzen Let's Play. Das Überleben. Oh Gott, oh Gott. Oh, es war beim allerletzten Moment, ist dann nur der Phantomschlag ready geworden. Im allerletzten Moment. Ja, von Hades ist übrigens auch irgendwas erzählt worden. Ich glaube von Medea, also. Wir haben schon einen Namen, Hades. Ja, ein paar werden es eh schon gewusst haben. Vielleicht hat Wiener schon einmal erwähnt. Also, es wird wohl irgendwann in die Unterwelt gehen. So, da gibt es anscheinend gar nichts. Außer relativ gute Erfahrung, glaube ich. Die finde ich da momentan nicht so schlecht vom Leveln her. Mein Gott, mein rechtes Augenlid zuckt gerade irgendwie ein bisschen. Kennst du das ab und zu, wenn der. So ähnlich wie wenn man einen Krampf hat im Augenlid. Moment, da muss ich aufpassen. Da habe ich gerade momentan in meinem rechten Auge so zucken. Ey, das ist weg. Mein Gott, das ist angenehm. Und da krimmt's wieder. Was soll der Scheiß? Moment, ich juck kurz am Auge. Sehe ich dadurch leider nicht mehr den Bildschirm. Ihr wisst es, ich bin am linken Auge so gut wie blind. Okay, ah, jetzt ist vorbei. Sehr angenehm. So, jetzt kann ich wieder problemlos weiterspielen. Das Gebiet übrigens sagen mir da gar nichts mehr. Also Soronis, keine Ahnung, noch nie gehört. Vielleicht ist es einfach nur ein Legendenname und das gibt es so in der Realität gar nicht einmal mehr. Von daher, kann ich eigentlich zu den Gebieten jetzt wirklich nicht mehr viel sagen. Rhodos hat mir noch was gesagt, aber der Rest, das war's dann. So, weiterer Hydradon. Die mal Feuer spucken. Wir haben aber zum Glück Feuerresistenz geskillt. Geskillt, Blödsinn, da diese. In unsere neuen Stiefel da, Jadekreiser, glaube ich. Na, Drachenkönig reingesockelt. Sehr geschickt. Oh, und wir sind bei irgendwelchen Ruinen. Da muss man wirklich wieder Titan Quest loben. Einfach die Umgebung, schaut euch das an. Das ist wirklich geil gemacht. Da die Ruinen, überall so Gewächse runter von den Wänden. Also wirklich sehr schön gemacht. Die Halle von Probontis. Ist da irgendeine Nebenaufgabe zu erfüllen? Moment, da war auf jeden Fall ein Held, aber ich habe die Kampfmarkierung entdeckt. Da, Aberkios von der Asche. Verlorene Heldenseele. Sie sind noch mehr verloren, denn wir haben sie getötet. So, macht man das da extra gründlich? Nein, ich glaube, wir gehen einfach in der Mitte mal durch. Und schauen mal, ob es da irgendwas gibt. Also sinnlose Tische. Oh, da diesen komischen Magier, da die Magier immer gleich töten. Das sind teilweise sehr gefährlich. Wie gesagt, mit ihren komischen Auren und teilweise mit ihren Elementarschäden, wo wir nicht so gute Resistenz dagegen haben. Robuster Hornos, ist das ein Amulett? Oh Gott, wird auch wieder stärker und Leben bringen. Moment, wir schauen uns kurz was an. 454, 400. Na, da geht der Schaden zu sehr unter. Wir hätten zwar lebenmäßig, glaube ich, die 2000er-Marke dadurch gesprengt.
um Welten. Wir hätten sogar 2100 Leben. Aber da ist mir der Schaden jetzt in dem Fall doch wichtiger da, dass der pro Sekunde Schaden immer ist, wo ich schaue. Und 50 Schaden pro Sekunde mehr ist vor allem in Bosskämpfen dann doch einiges. Okay, Abbau, die Giftfallen sprengt es da überall. Und das schaut bis jetzt auf jeden Fall nach einer gewissen Sinnloshöhle aus. Ja, da geht es ja mal nicht weiter. Dann da unten gibt es nur unaufgedeckte Gebiete. Oh, da wird es auch nebelig. Da wird es auch etwas nebelig. Aber ich sehe momentan nirgends eine Questbelohnung oder irgendwas. So, Heiltransfusion. Und die Statue da, glaube ich, immer zerstört. Ich glaube, die Statue da, diese komische Lebensentzugstatue, da ist noch eine. Geister-Siphon, ich glaube, der tut uns nicht gut. Okay, dann Trank einfach mal trinken, da liegen wieder ein paar. Da ist eine Essenz. Oh Gott, wo laufst du hin, Charakter? So, dann schauen wir wieder mal Essenz an. Ich glaube, wir haben da wieder neue gefunden. Persephones Tränen, haben wir das schon? Na. Also, Persephone, die Lieblingstochter der Erdgöttin Demeter, wurde zu einer Hochzeit mit Hades, ja, Hades gezwungen. Sie teilt sich mit ihm jetzt die Herrschaft über die Unterwelt. Doch das bereitet ihr nur Kummer. Kann alle Juwelen verzaubern. Ja, Juwelen werden Ringe und Amulette sein. 15 weniger Schaden durch Untote. Na gut, bringt's nicht so. Persephone, Krippe bekannt vor? Irgendeine Geschichte kennen das sicherlich. Fällt mir momentan aber nicht ein. Odysseus, ja, die Irrfahrten des Odysseus kennt man wohl, oder? Obwohl er nicht so stark und schnell wie andere legendären Helden ist, kam Odysseus mit seiner List gegen alle Feinde bestehen. Kann nur Kopfschutz verzaubern. War das überhaupt Odysseus Irrfahrten? Bin mir gar nicht sicher. Dann Hektors Schatten, den haben wir aber auf jeden Fall schon. Und Ares Zorn, mein Handy hat wieder 100% Akku. Ares Zorn, Sire Anet, haben wir also, glaube ich, auch zum ersten Mal gefunden. Ich rede immer so ein bisschen beschissen, wenn ich da gleichzeitig was schauen will. Okay, Ares, der griechische Gott des Krieges. Okay, griechische Gott, ja, der römische Gott Mars wäre das, glaube ich, gleichzusetzen. Also, der griechische Gott des Krieges wird gleichermaßen verehrt und gefürchtet. Er ist grausam, rachsüchtig und fast verrückt. Nur ein Narr würde seinen Zorn heraufbeschwören, kann Armbänder verzaubern. 50% wahrscheinlich, 5% Wahrscheinlichkeit für 100, okay, 150 Schaden. Wow, also Ares Zorn wäre, glaube ich, cool, wenn man es vollständig hat. Moment, da haben wir sogar nur was gefunden. Na, den kann ich mir schon, den haben wir da schon. Da haben wir 2 von 3 mittlerweile. Na gut, dann geht's weiter. Wieder mal die Essenzen alle geordnet. Alle vorgelesen, wir kennen uns aus, wir sind gebildet. Oh, da ist eine Falle. Eine Feuerfalle was. Oh Gott, sind da viele Untote. Und gleich den Magier da beseitigen. Ja, was abartig viel aushebt. Ich finde es recht merkwürdig, dass die Magier mehr ausheben als die Krieger. So, was haben wir da? Einen Bogen. Na gut, der bringt uns nichts. Hat aber cool grün ausgeschaut, dass so grün leuchtet. Ja, macht aber nicht so viel Schaden. 54 ist jetzt nicht die Welt für einen Bogen. Für einen Bogen kann ich mich jetzt nicht überzeugen, muss ich sagen. Ah, diesen Herzkasperl, was ich da immer leid, wenn dieses komische Dong daherkommt. So, dann gibt es da oben noch zum Erkunden. Ah, wie befürchtet, es war einfach eine sinnlose Ruine und ich habe unnötig Zeit gewastet. Ah, noch einmal seine Untotenarmee. Und der letzte Raum. Noch einmal ein bisschen Life Legion. Oder kann man von Untoten kein Leben absaugen?